Für die Johanniter, für CARE, für je nachdem, Wunsch oder Brot für die Welt, je nachdem. Für inzwischen Tierschutz und jetzt irgendwie CARE, diese CARE-Pakete, die in die Kriegsgebiete gehen. Kommt doch kaum einer zu mir hin und will für Geld von mir haben, ne, dann spende ich auch nichts. Ne. Aber wenn jemand kommen würde, würde ich auch gerne was geben. Ne. Menschen in Deutschland spenden gerne und viel. Laut dem Deutschen Spendenrat wurden im Jahr 2022 rund 5,7 Milliarden Euro gespendet. Nach dem Flut- und Rekordspendenjahr 2021 wurde damit das Spendenniveau nahezu bestätigt. Seit 2005 erhebt der Spendenrat jährlich das Spendenaufkommen in Deutschland. Im Jahr 2022 spendeten 18,7 Millionen Menschen Geld an gemeinnützige Organisationen oder Kirchen. Der Betrag der durchschnittlichen Spende pro Spendenakt lag mit 43 Euro auf dem höchsten Wert seit Beginn der Erhebung. Der bisherige Höchstwert betrug im Vorjahr 42 Euro. Auch der katholische Sozialverband Kolping International blickt positiv auf das Spendenaufkommen mit außergewöhnlich vielen Spenden im Jahr 2022 zurück. Die Solidarität mit der konkreten Not ist wirklich sehr, sehr groß und da sind die Leute auch bereit und willig, etwas zu geben. Vor allen Dingen, wenn man ihnen vermitteln kann, dass man vor Ort ist und dass ihre Spenden auch wirklich den Notleidenden zugutekommen, ohne große Umwege oder ohne große Apparate drumherum. Ein hohes Spendenaufkommen und Solidarität auch in Zeiten hoher Inflation und steigender Energiepreise. Eine bewusste Entscheidung vieler. Bei uns ist es eigentlich so, dass wir unser Verhalten nicht ist. Also wir haben grundsätzlich den Betrag beibehalten. Weil ich mir Gedanken mache, wohin mein Geld gehen soll und da wird es halt immer noch gebraucht. Als Langzeitstudent achte ich sehr auf mein eigenes Geld und tatsächlich in Corona-Zeiten habe ich eher drauf geschaut, was brauche ich eigentlich so im Monat. Ehrlicherweise, ich habe aber nichts gekündigt oder ähnliches, also es läuft alles nach wie vor weiter. Ich rechne einfach mehr. Ja, weil es mir gut geht und da können andere dann teilhaben. Den Hauptanteil der Spenden am Gesamtspendenvolumen stellte mit 76,4% wieder die humanitäre Hilfe dar, wofür allerdings erneut ausschließlich die Not- und Katastrophenhilfe verantwortlich ist. Spenden im Rahmen der Ukraine-Hilfe waren ausschlaggebend für die hohen Zahlen. Zu Weihnachten hat die gleiche Anzahl an Menschen gespendet wie im vergangenen Jahr, obwohl viele dieser Menschen ja auch vorher für die Ukraine schon was gegeben haben. Also die Anzahl blieb gleich. Es wurde der Betrag ein bisschen geringer, wie gesagt, weil ja schon im Sommer die Leute gegeben haben. Muss man sehen, wie sich das entwickelt. Aber so große Einbrüche können wir Gott sei Dank nicht feststellen. Der Deutsche Spendenrat sieht auch für das Jahr 2023 die Möglichkeit für ein gutes Spendenjahr. Im November 2022 planten 43% der Menschen, in den kommenden 12 Monaten genauso viel Geld zu spenden wie zuvor. 12% mehr oder sogar deutlich mehr.